ESTV, Videos aus der Region. Zu meiner Schande muss ich gestehen, nein. Das liegt auch daran, dass ich zu den Menschen gehöre, die Bücher grundsätzlich kaufen. Vor allem deshalb, um die ganzen Verlage und vor allem die Schriftsteller letztlich auch zu unterstützen. Mein Eindruck ist, je näher der Bürgerentscheid rückt, umso emotionaler wird die Diskussion. Das gefällt mir nicht. Also was ich wahrnehme, auch anhand der Schreiben von Lesern und auch der Leserbriefe, aber auch sonstige Beiträge, nehme ich halt schon wahr, dass der Ton jetzt schärfer wird. Man macht sich Vorhaltungen und das sollte eigentlich nicht in diese Richtung gehen. Also ich halte nach Abwägen der Argumente tatsächlich den Verbleib am Pfleghof für die bessere Variante. Für mich entscheidend ist, dass das eine sehr zentrale Lage ist, es ist der gewohnte Standort, es ist ein wunderbares Haus, aus dem man im Zusammenhang mit dem Nachbarhaus etwas machen kann. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass das insgesamt die Linie der Esslinger Zeitung ist. Allerdings nicht um des Pfleghofs willen, sondern weil die Argumente eindeutig für den Pfleghof sprechen. Ich kann das nachvollziehen. Bei mir ist es auch so, dass ich im Grunde genommen für einen Neubau wäre, wenn der Neubau eine große Lösung wäre. Es fiel ja jetzt öfter das Schlagwort vom großen Wurf. Sagen wir an einem attraktiven Standort, etwa in der neuen Weststadt, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da ein wirklich spektakuläres Bauwerk entsteht. Dann wäre ich auch für Neubau sofort, aber nicht bei den bisherigen Alternativen, die vorgestellt wurden. Ganz einfach, ja, das ist Demokratie. In der Demokratie gibt es nicht allzu viele Mittel, direkt Einfluss zu nehmen. Der Bürgerentscheid ist einer der direktesten überhaupt. Ja. Das ist eine wichtige Frage. Das prägt letztlich auch in gewisser Weise die Esslinger Innenstadt für die nächsten Jahrzehnte. Insofern gäbe es da für mich kein Überlegen. Und ich kann nur an alle appellieren, geben Sie Ihre Stimme ab. ESTV, Videos aus der Region.